Hallo, heute wollen wir mal eine Treppe bauen, die hier in dieses geplante Treppenhaus reinpassen soll. Das Treppenhaus, von den Maßen her, war das nicht anders möglich, da wir hier die Raumeinteilung, Regale, Wände und so weiter, war das der einzige Platz, der noch übrig blieb, wo man eine Treppe reinbauen könnte, um auf die oberste Etage zu kommen. Maße haben wir jetzt hier 2,04 x 2,20 m und jetzt müssen wir gucken, was wir an Möglichkeiten haben, da irgendwie eine Treppe reinzubekommen. Wie weiß ich auch nicht genau, vor allem Tritthöhe, Schrittweite, was da alles gibt im Treppenbereich, hat er schon ein bisschen gegoogelt, aber noch nichts Genaues gefunden. Und das muss ja auch nahe genau funktionieren, man muss da bequem hochgehen können, man darf nicht stürzen können, muss stabil sein. Und dann müssen wir halt im Internet mal gucken, was wir da machen können, dann wollen wir hier mal eine reinbauen. Nach langem Googeln habe ich mir Grundrisspläne mal angeguckt im Internet, um rauszukriegen, wie ist eine Treppe aufgebaut, wie wird die gebaut, Steigungsmaße, mir Sachen angucken, aber es klang recht kompliziert, habe dann immer weiter gegoogelt, bin dann irgendwann auf die Firma Wheel-Treppen gekommen. Wheel-Treppen, die haben einen Treppenkonfigurator, habe ich mir da mal angeguckt und war direkt begeistert, was das Ding so alles kann. So, und hier sind verschiedene Treppen, die man hier einstellen kann. Hier ist, wo die Stufen in der Wange liegen, wo das Geländer die trägt. Aufgesattelte, wo die Stufen oben auf der Treppe aufsitzen auf der Wange. Also Wange heißt neben das Teil, was man hier neben sieht, wo die Treppe dran fest ist, das ist eine Treppenwange. Glastreppen oder so freitragende Treppen und sowas. Und da habe ich mir gedacht, wir nehmen so eine, die ist relativ einfach zu bauen, so eine aufgesattelte. Hat man ein bisschen probiert. Wir wollen ja nach rechts oben rauskommen und dann quasi so ein U bauen. Und dann muss man immer hier auf Aktualisieren klicken. Ich habe schon am Anfang auch nicht kapiert. Und man muss immer einzeln aktualisieren, nicht alles Mögliche konfigurieren und dann erst aktualisieren drücken. Da klappt jedenfalls nicht, jedenfalls bei mir nicht oder aktuell nicht. Und das dauert hier nur ein bisschen, weil hier am Dorf haben wir natürlich nur DSL 3000. Mehr gibt es hier nicht. So, jetzt haben wir schon mal eine Treppe hier. Wie schon mal hier so interessant aussieht. Man kann das hier schön drehen, 3D, wie das mal alles werden wird. Werden kann. So, wir wollen einen Podest haben, weil geplant ist, dass wir auf der Treppe einen Schaltschrank hinstellen, weil wir machen ja so viel mit Smart Home Technik und sowas, wo wir auch einige Videos davon machen. Und um da Sachen zu präsentieren, wie man einen Schaltschrank aufbaut, wie die Steuerung funktioniert und sowas und mal später Steuerungen hier in der Werkstatt, die kann man alle in den Schrank einbauen. So, und jetzt haben wir hier auch Podeste. Das sieht ja schon mal recht gut aus. Nur ist das irgendwie ein bisschen breiter. Das passt natürlich nicht zu unserem Treppenloch. Ne? So, machen wir immer wieder auf X. So, das Podest mal ein bisschen schmaler. Das haben wir ein bisschen probiert vorher. Das Podest noch ein bisschen schmaler hinten, weil sonst kommen wir ja mit unseren Maßen von unserem Treppenloch nicht hin, weil das ist ja leider vor, das Treppenloch ist ja leider vorgegeben. So, nächster Schritt. Nächster Schritt ist die Deckenöffnung. So. Was haben wir nicht, wir kein Internet. Oh Mann, jetzt haben wir natürlich kein WLAN, das klappt natürlich jetzt gerade wieder nicht. Na, probieren wir es gleich nochmal.
So, nachdem wir jetzt wieder WLAN haben, ne? So, mal wieder aktualisieren. Mal gucken, was jetzt bei rauskommt, ob er das sich behalten hat. Oder ob wir wieder von vorne anfangen müssen. Ja, scheint zumindest mal die Maße behalten zu haben. So, jetzt tun wir mal. Gehen wir nochmal auf Deckenöffnung. So. Ich habe erst probiert mit rechteckig, so wie man den Kasten, wie das Loch momentan ist. Aber leider kommen wir mit unseren Maßen nicht hin, wenn wir das Podest brauchen für unseren Schaltschrank. Da bin ich schon mal auf diese L-Form gegangen. Aber irgendwie zeigt er dann normalerweise, hat er angezeigt, was das für Maße sind. Da tippen wir mal. Hoppla. Ah, jetzt. So, Maß A. Waren ja bei uns die 2040, also 2,4 Meter breit. So, Maß B ist von dem Treppenloch, was nach vorne geht, unsere 2200. 2,20 Meter. So, Maß C, das mal ein bisschen länger, weil die Treppe kann ruhig in die Richtung ein bisschen länger gehen. Das habe ich schon ein bisschen probiert. Machen wir mal 2700. So. Und Maß D ist, da haben wir ja vorher gesagt, die Treppe ist 900 breit. So, aktualisieren wir. Es wäre schon in dem Treppenloch machbar, allerdings ohne Podeste, wo die Stufen dann so rund sind, wie wir auf den ersten Zeichnungen dann mal gesehen hatten. Die Konstruktionszeichnung, die es im Endeffekt gibt, wo die Stufen dann hier so über Eckel runterlaufen, dann passt da schon das Loch rein, aber wir wollten ja das Podest haben. Aber irgendwie passt das Loch nicht so ganz zu unseren Maßen. Das bleibt irgendwie rechteckig, komischerweise. Machen wir mal als U, mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Aha, da ist schon was anderes. So, so, warum? So, Breite rechts. Länge, da habe ich ein falsches Maß eingegeben. D, 900, C, das lange. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Aber irgendwie stimmt hier was nicht so ganz. Ah, ne. Länge A, B 2,20 Meter, 900, aber irgendwie ist das Loch, sieht ein bisschen anders aus. Als. Weil irgendwie ist jetzt der Durchgang da oben so, irgendwas stimmt ja. Gut, steht ja natürlich drin, dass das eine Testversion ist. Steht ja, haben die vorher geschrieben. Da müssen wir mal gucken. Jetzt ist leider auch der Aktualisierungsbutton hier weg. Ist natürlich klar. Also, nochmal von vorne. Ja, da kriegt man die Krise irgendwann. Wenn man 100 Mal selber machen muss. So, mach rechts. 92 Grad mit Podest, mit Pfosten, aktualisieren. Ja, ein bisschen ausprobieren. Man kann aber manchmal bei der Firma direkt eine Treppe bestellen, weil ich kenne die Firma, das habe ich aber auch nur durch Zufall heute gefunden. Müssen wir mal gucken, dass wir da noch eine vernünftige Treppe rauskriegen, die wir auch verwenden können. Also das Programm spuckt jetzt keine Fertigungszeichnung aus, sondern zumindest mal Maße von Stufen. Und dann eben so eine Zeichnung, dass man schon ausrechnen kann oder anzeichnen kann. Ratter, ratter, ratter. So, genau, sollten wir es eben auch. So, jetzt Durchgangsbreite. Hinten wollten wir, haben wir gesagt, machen wir nur 800. So, aktualisieren. Oder bei 700. Machen wir schon mal 800. Nach 700 ist vielleicht doch ein bisschen knapp. So, jetzt Deckenöffnung. So, Maß A 2040.
Maß B 2200, Maß C 2700 und das machen wir erstmal auf 900. So, aktualisieren. Gucken, ob es jetzt klappt. Genau so hatte ich mir es vorgestellt. So, und jetzt tun wir mal, dass wir mal gucken, ob das mit der Wand passt. Das hatte ich nämlich auch. Ah, jetzt haben wir eins vergessen. Wir müssen ja vielleicht mal die Geschosshöhe eingeben nochmal. So, zum der 62 haben wir bis oben hin. Plus Belag und Dämmung 2680. Aktualisieren. Also wenn 2,62 und dann rechnen wir da einfach mal 5 cm als Belag nochmal oben drauf. Eine dünne Drittschaltdämmung und eine USB-Platte. Ein Laminat, obwohl da könnte man vielleicht auch 2,70 eher gehen. Das ändern wir gerade nochmal ab. Weil Laminat ja auch noch oben drauf kommt oder eine Fliese oder sonst irgendwas. 2700. Aktualisieren. So. Und jetzt müssen wir natürlich noch gucken. Hier ist so ein senkrechter Strich, der geht genau auf die Vorderkante von der Treppe, das heißt, das passt mit dem Treppenloch überein. So, und jetzt haben wir hier die Treppe, und jetzt haben wir gesagt, dass unsere Treppe, oder geplant hatte ich das mal, dass die komplett geschlossen ist, dass man immer unter die Treppe kommt, weil hier hinten die Wand wird zu, in der Mitte wird auch zu, und hier hinten soll der Zählerschrank von der Halle rein. Die Halle wird momentan auch von der anderen Halle versorgt. Aber die bekommt jetzt einen eigenen Stromanschluss, der ist auch schon da. Wird wohl in den nächsten 2 Wochen wahrscheinlich der Anschluss an der Straße angeschlossen. So, jetzt ist die Treppe komplett geschlossen. So, und jetzt kann man hier nämlich bei den Kontrollmaßen sehen, den Neigungswinkel der Treppe, Auftrittsbreite, Steigungshöhe. So, das heißt, hier haben wir 192 mm, das heißt 19,2 cm pro Stufe. Ja. Hier vorne haben wir 6 Stufen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen bis zu dem ersten Podest. Und das zweite Podest sind dann 7 Stufen. So, und was wir jetzt als zum Bauen jetzt brauchen, ist diese Höhe hier hinten, dass wir wissen, wo wir den Schaltschrankpodest bauen, weil der Schaltschrank wiegt nachher, wenn der Fixen fertig ist, wird er wenigstens mal 300-400 Kilo komplett bestückt. Ist ein Stahlblech-Schaltschrank von Ritthalen großer. Und da müssen wir eine Konstruktion bauen und halt eben diese Zwischenwand hier, wo auch die Treppe nachher festgeschraubt wird. Ne? Plan ist, dass wir die Treppe aus Unterkonstruktion aus OSB bauen und Kanthölzer und später dann mit Eschholz belegen, wenn die Baustelle hier mal so weit abgeschlossen ist, dass mal der grobe Dreck hier raus ist und alles gebaut ist, weil jetzt eine Eschholztreppe draufzulegen, wäre nicht schlecht, würde mir alles kaputt machen. Das wird ja im späteren Stadium noch drauf gebaut. Nur mal loslegen. So, 19,28 war ja eine Stufe hoch. So,
Kamera. So, hier kann man jetzt sehen, wie die Treppe mal werden wird. So und so einfach können wir eine Treppe nach, eine normgerechte Treppe bauen, weil das Programm hat ja gesagt, das passt. Und ich denke mal, in den nächsten Jahren gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Online-Konfiguratoren, wird ja immer mehr. Und das war jetzt ein Beispiel, was ich selber gefunden habe. Ich kenne die Firma ja auch nicht. Aber ist schon eine geniale Geschichte. Jetzt haben wir die Treppe hier angezeichnet und jetzt müssen wir uns die Konstruktion bauen, wo der Schaltschrank hinkommen wird. Das heißt, wir müssen jetzt die mittlere Wand bauen, wo das ganze Gewicht draufstehen wird, dass später dann auch die 400 Kilo halten wird.